Hallo, grüße euch Paraguay Live. Ich bin der Pitt und herzliche Grüße wie immer. Ja, heute aus dem bewölkten Paraguay. So, wir sind zwar im Winter, aber ihr seht die Orangen. So. Das heutige Thema, ihr habt oft gefragt, städtische Grundstücke. Viele von euch wollen halt nicht aufs Land ziehen, sondern in der Nähe, also sprich am Stadtrand zu wohnen. Und deshalb zeige ich euch heute, danke an das Architekturbüro Will, dass die uns diese Planung zur Verfügung gestellt haben, weil es sich um ein städtisches Grundstück handelt von 450 Quadratmeter. Also von daher, es geht auch auf kleineren Grundstücken, sich ein kleines Paradies hinzusetzen. Also schaut einfach hin. Thank you.
So, also ich persönlich finde die Planung schon schön und gut. Es ist gut auf relativ kleinem Grundstück, also 15 Meter auf 40 Meter lang, Entschuldigung, auf 30 Meter, also 15 breit und 30 lang. Alles noch im Winter. Und ihr seht diesen bewölkten Himmel, also es wird sicherlich heute Regen geben. So, da melde ich mich nochmal zurück aus meinem Büro. Wie gesagt, die Entscheidung liegt dann natürlich bei euch, aber grundsätzlich die städtischen Grundstücke oder Grundstücke am Stadtrand sind schon sehr interessant. Warum? Die werden auch nicht jünger. Ja, man hat wenig Pfleger auf jeden Fall. Man hat die Infrastruktur praktisch um die Ecke. Ja? Sprich Einkaufsmöglichkeiten, sprich Ärzte, sprich Apotheken, Krankenhäuser etc. etc. Habt ihr die natürlich auch auf relativ kleinen, kompakten Grundstücke mit dementsprechend schön gestalteten Häusern. Also in diesem Sinne, mach's gut, bleibt gesund, Likes nach oben, wie gesagt. Hier links werde ich euch natürlich weitere Videos aus unserem Kanal empfehlen. Und sonst stellt ihr immer noch Fragen. Vielleicht diese Woche oder auch nächste Woche bin ich ja wieder dran mit Beantwortung eurer Fragen. Also, bis dann, teilt das Video, Like nach oben. Bis dann, ciao, ciao.